Trillion Trilly. Cool Design Stage. Auch die Verstärkung mit den die Tracks, die er da gemacht hat, richtig schön dekoriert. Richtig cooles Ding. Check mal. Ich hoffe, wir kriegen die Leben. Wow, Mann. Das ist aber auch ganz schön gemein. Ich habe gedacht, da kriegen wir diesen Leben dafür, wenn man das riskiert. Ich lasse ein Like da. Die Stage war richtig, richtig sick. Die war, waren richtig coole Jumps mit dabei. Richtig schön dekoriert, sag ich mal, cool ausgeschmückt. Wir lassen da auf jeden Fall mal ein Cool da. Das war eine richtig, richtig coole Stage. Ja. Japanisches Level mit einem komischen Dreieck und Symbolen und Strichen. Oh. Wir haben theoretisch genug Zeit, deswegen jetzt bleiben wir cool. Da oben ist ein Schlüssel. Da oben war ein Schlüssel. Den holen wir uns. Und wir holen uns vielleicht auch die Leben. Jetzt können wir, glaube ich, vergessen. Ich glaube, weiß nicht, ob man da die Leben farmen kann. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Oh, come on. Feuerblume. Ich gehe jetzt in die andere Richtung, ein bisschen besser. Meine Feuerblume. Wir brauchen einen Schlüssel. Hat irgendjemand den Schlüssel gesehen? Weil ich habe hier nichts gesehen. Gab es da einen Schlüssel irgendwo? Da hätte man vielleicht noch was. Münzen. Und Mirohai. Hat irgendjemand... Da ist nochmal ein Kaizo-Block, der sagt. Tja, das ist die Frage. Was für ein Peace-Sitching, der Coin-Trail? Oder wir jumpen da einfach so mal runter, aber ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Oder wir droppen uns hier runter mit dem Ding, oder? Ich weiß es nicht. Da unten. Sehr gut. Leider bis jetzt nicht möglich gewesen, irgendwo die Leben zu haben, außer mit den großen Bullets vielleicht am Anfang, aber... Vielleicht hätte man das probieren sollen, aber schau mal, risky. Oh, guck mal. Da haben wir doch schon mal was Schönes. Wir haben ein Pau, das heißt, mit dem Pau kriegen wir die Leben, oder? Okay, wir kriegen leider nicht die Leben. Das ist blind, aber... Theoretisch könnte man die Leben holen. Ein Leben haben wir. Zwei Leben haben wir. Also, blind ist immer ein bisschen Pain, aber das haben wir doch relativ gut hinbekommen. Oh, jetzt ist nur die Frage, wie wir das machen wollen. Okay. Jetzt haben wir nicht mehr allzu viel Zeit. Ich hoffe, wir kriegen noch einen Checkpoint oder irgendwas. Das Gesicht!
Oh, Leute. Genau so war das geplant. Okay. Bisschen angestrengt wahrscheinlich, oder? Kann schon sein. Wieder Gesichtsgrimassen. Kurz vorm Schlaganfall. Wir kriegen auf jeden Fall die drei Leben. Ist jetzt schon cool. Aber es ist nicht einfach, da blind die Dinger zu fahren. Let's go. Super Loop Garden, Gold Leaf Galaxy. Ich habe erst gedacht, Slow Gravity. Wir gehen da mal hoch. Da gibt's eine Türe. Also, was meint ihr, Leute? Sollen wir die Türe probieren? Oder sollen wir nach rechts gehen? Tür ist 1 und rechts lang ist 2. Paul sagt auch 1. Also, Paul ist schon ewig dabei. Dann gehen wir mal in die 1 hinein. Auch wenn ich lieber nach rechts gehen würde, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Es jodelt uns. Okay, noch leben wir. Okay. Ja, das ist ja ultra spektakulär. Danke. Für den tollen Bereich, den du da gebastelt hast, Digga. Denn mit dem hatte ich sehr viel Spaß. Schon mal. Aber gut ausgeschmücktes Level wieder. Sieht auch wieder nach einem richtig guten Level aus. Ich meine, so ein kleines Secret am Anfang ist doch auch ganz süß eigentlich. Auch wenn's. Ich hätte mir jetzt mehr erwartet eigentlich, aber. Vielleicht bin ich auch mittlerweile zu anspruchsvoll, was Mario Maker angeht. Jetzt braucht man den Switch. Wir hätten den hitten sollen, oder? Uhu. Oh oh. Aber dann kommen wir nicht mal raus, ne? Ah, schade. Oder? Wir kommen da nicht mehr raus, ne? War keine Chance, ne. Okay, wir genießen die Jumps hier nochmal ein bisschen und die schöne Musik. Können wir noch die restlichen Münzen einsammeln? Das war alles geplant. Triple Jump. Okay. Der bleibt auch immer so instant stehen. Also hier rein dürfen wir noch nicht, weil wir kommen ja nicht mehr. Ah doch, wir kommen wieder raus. Okay. Das heißt, das müssen wir jetzt nochmal machen und nochmal. Okay, Digga. Diesmal ohne Münzen. Und Miriman, dir auch danke für den Support, Mann. So, kriegen wir den Schlüssel. Sehr schön, dann können wir wieder in die Richtung. Oh, Triple Jump, der fuckt immer ein bisschen ab. Toad hat aber lange Urlaub. Ja, der muss sich auch sehr lange erholen, weil der musste auch sehr viel durchmachen, der gute Dude. Es sei ihm gegönnt. Hä? Versteht es irgendjemand? Das ist noch gleichzeitig ein Rätsel, oder? Hättest du den noch umlegen müssen? Okay. Dann kann ich das nochmal spielen. Das ist genau mein Style. Ich kann da auch mal die Musik ein bisschen genießen. Oder?
Ist doch schön. Jetzt muss ich ihn umlegen, Leute. Weiß das noch irgendjemand? Brauchst den Switch und dann nochmal durch die Schlüsseltür. Durch den muss ich den jetzt nochmal hitten. Oder habe ich den jetzt schon gehittet, oder? Jetzt durch. Genau. Ja. Aha. Ach. Was für eine herrliche Stage. Cool verdient, eigentlich. Two Secret Up and Down. Irgendwas. Two Secret Up and Down? Das klingt schon wieder nach Kaizo-Blöcken, wenn ich ehrlich bin. Oder versteckten Blöcken. Das klingt schon wieder nach Abpacken. Das klingt schon wieder nach, wir verlieren viele Leben. Ja, Digga, wie soll ich da durch? Oder? Wie soll man da durch? Also, es ist wirklich ein tolles gegeben. Mein Herz ist gebrochen. Ich wollte dir nicht das Herz brechen, Mira. Hat irgendjemand eine Idee, wie man da durchkommen könnte? Da kriegen wir doch safe dann sofort den Hit. Lauf nach links. Wir können nochmal schnell reinspiegeln, aber das sind doch Spikes, oder? Und jetzt muss ich hier wieder hoch. Das überlebe ich doch niemals. Okay, Leute, wir haben es überlebt. Das ist Pixel Perfect, oder? Zwei rein, hoch und einmal runter. Das hört sich auch irgendwie ein bisschen versaut an, wenn ich ehrlich bin, Nubi. Skip. Also wir gehen da mal durch. Soll mal da jumpen, oder? Also gut. Wir jumpen. Okay. Wir jumpen. Wir brauchen da Full Speed, oder? Sonst schaffen wir den Jump gar nicht. Wir brauchen den Speedport. Müssen wir den Speedport da drüber jumpen, da reinsliden, ohne zu korrigieren und dann Long Jump. Das ist schon das Letzte, was wir machen müssen. So, wir probieren es einmal, aber schon allein das jetzt. Puh, das wird bitter. Vor allem, das machst du ja nicht so oft mit dem Speedport eigentlich. Oder wir skippen, Leute. Aber wir sind jetzt schon so weit gekommen in dem Ding. Ich, es ist schon schwierig abzuschätzen, wo man da landet. Abseits. Wir machen alles abseits gesammelt dann. Skip, 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 skip. Versuch's. Ein Versuch. Ich wäre auch eigentlich für einen Versuch, weil ich ultra neugierig bin, aber... Skip. Ein Try, ein Versuch. Und wo ist jetzt das Ziel, das mir versprochen wurde? Da unten, oder? Ja, toll. Jetzt, Leute, weiter geht's. Was meint ihr? Wir könnten nach rechts runterjumpen, aber das sieht verdammt nach tot aus. Und was anderes haben wir eigentlich gar nicht übrig. Skip. Ja, wir können auch skippen eigentlich. Weiter. Aber jetzt sind wir schon so weit gekommen. Speed Philipp, Mann, dir auch danke für den Support. Und Stefan, dir auch danke. Mit Full Speed jumpen. Mit Full Speed jumpen. Full Speed jumpen. Oh, jawohl. Alter, was ist das für eine Stage? Kriege ich mal ein bisschen Erbarmen vielleicht vom Level Creator? Das wäre cool. Irgendwas explodiert. Müssen wir in die Pipe, oder? Wir haben jetzt nur noch 100 Sekunden. Also, wir gehen mal in die Pipe. Let's go. YOLO. Come on, come on, come on. Wir kriegen keine Leben in der Stage. Oh. Machen wir die ganzen Jumps und du kriegst keine Leben. Jetzt aber skip. Skip und du. Also wir skippen. Ich beuge mich eurem Rat, Leute. My first description. Besiege alle
drei Mampfer. Dass die im Deutschen Mampfer heißen, finde ich auch irgendwie ein bisschen weird. Hätte man auch Mancha nennen können eigentlich, oder? Da kommt schon mal irgendwie ein Spike schon mal angeflogen. Da haben wir einen Schlüssel. Das sieht nach Rätsel aus. Da haben wir einen Notenblock. Wir haben einen On-Off-Switch. Wir haben eine Bombe. Und sonst haben wir jetzt gar nichts mehr. Wir hätten noch den On-Off-Switch. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht, oder? Ich glaube, ich habe es komplett kaputt gemacht. Ey, er ist wieder da. Vielleicht müssen wir die Mancha besiegen. Oder vielleicht auch nicht. Hä? Hat irgendjemand eine Idee? Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Also keine Ahnung. Also klar, wir müssen die Mancha besiegen, ja, aber wir können es nochmal resetten für, oder wir können in die Pipe. Ah, guck mal. Wir ziehen erstmal einen Schutzhelm auf. Das kann auf jeden Fall nichts schaden in der Stage. Und den kriegen wir dann wieder. Und dann können wir mal probieren, hier die Leben zu farmen, oder? Geht es nicht so? Ja. Das haben wir doch jetzt gelernt. Aha. Ja, das haben wir schon mal sehr gut gelernt, auf jeden Fall. Oh, das ist echt nicht ganz einfach. Okay, die drei Leben haben wir. Hier haben wir einen On-Off-Switch. Das bringt nichts, wenn wir den hitten. Da haben wir irgendwie so einen Dude. Bestimmt intended, was wir jetzt so machen. Das könnte große Probleme machen noch. Ich würde sagen, wir probieren es nochmal. Okay, hier wissen wir, dass wir sofort nach links müssen. Hier brauchen wir auf jeden Fall einen P-Switch und wir brauchen einen Schlüssel, um... Okay, wir brauchen einen Pow. Okay, da kriegen wir einen Pow. Das können wir, glaube ich, nicht mehr saven. Das haben wir auch wieder gejodelt. Ah, die würde ich eigentlich gern machen. Aber ich habe das Gefühl, die jodelt uns noch mehr. Schade, dass man Yoshi nicht nutzen kann, um den zu aktivieren mit der Zunge oder so. Aber da können wir nicht mehr durch. Sollen wir skippen oder sollen wir es nochmal probieren? Dann abseits. Ärgerlich, ja. Ultra ärgerlich. Also wir probieren es nochmal. Also wir müssen erst den On-Off-Switch hitten. Und wir müssen sowieso den Mancha töten. Ihn. Okay, das lassen wir mal noch. Ich hoffe, das war die richtige Stellung. Ja, das sieht gut aus. Also. Wir holen uns den Helm, gehen wieder zurück. Ich verstehe den oberen Abschnitt überhaupt gar nicht. Okay, mit Yoshi, was können wir mit Yoshi machen? Kriegen wir dann einen Schlüssel eigentlich, ne? Aber viel mehr ist eigentlich auch nicht. Er ist noch off. Also wir lassen das alles mal da, glaube ich. Holen uns nur Yoshi, wenn wir es denn dann mal noch hinbekommen. Okay. Wir gehen in den Raum und resetten ihn nochmal. Die Bombe. Yoshi ist die Bombe. Das ist das Problem. Das hätte auch ganz schön in die Hose gehen können eigentlich. Also Yoshi ist die Bombe. Das ist immer so ein bisschen problematisch.
Wir resetten den Raum nochmal. Wir holen da... Ich weiß nicht, was der Raum mir erzählen will. Also ich verstehe den nicht, den Raum. Also gut, wir kriegen kein Pao in dem Raum. Man kriegt ein Galumba. Oder Gumba. Gumba töten wir den Mann auf. Das könnte man natürlich tun, aber das, der trifft den Pao, ne? Das hat nicht funktioniert, glaube ich. Ist er jetzt weg? Ach, guck mal, da ist er. Ja. Schau, Digga. Bringt aber nix. Komisch, oder? Von der Wolke. Mit der Schelde dann oft, damit der oben kaputt geht. Guck mal, ist der Schlüssel. Komisch, skurril, ja. Also, wir haben Yoshi, wir haben Shells, wir haben eigentlich viel, was wir brauchen, aber was nicht wirklich viel bringt, glaube ich, oder? Was man machen kann, ist das da. Wenn ich den jetzt... Wie kriege ich denn die Wein von oben getriggert? Flamme nehmen? Gab es da eine Flamme? Gab es irgendwo eine Flamme? Guck mal mitnehmen für den Schlüssel. Aus dem Power für den Mancher. Der ist da oben rechts. Auch eigentlich P-Switch. War, ist der da drin? Ich verstehe es nicht. Im anderen Raum war eine Flamme. In dem da? Hier ist eine Flamme irgendwo. Oder im Raum davor. Also für was man den Goomba braucht? Keine Ahnung. Man kann mit Yoshi nur die Bombe essen, leider. Also ich zeig's euch mal. Er isst die. Das bringt nichts. Im anderen Raum war eine Flamme. Aber ich komme da nicht hin. Ich brauche den Pau. Am Anfang war mal eine Flamme. Ich weiß auch nicht, was der Goomba hier soll. Den Jump schafft man bestimmt auch nicht. Und den Power kann ich nirgends mitnehmen. Da war eine Flamme, ist aber nicht mehr da. Abseits vom Endlos. Ja, wir skippen, Leute. Das bringt nichts. Der P-Switch ist sowieso weg. Er kommt nur einmal. Schade. Ja. My first description. Das Ding hat 3 Clears aus 160, 180 Versuchen. Okay, Leute. Jetzt wir gehen, wir drücken den Switch und gehen in die Pipe. In welcher Stadt wohnst du? Ich komme aus Saarbrücken. Momentan. Also, wir setzen uns den Helm auf. Genau, der... Oh, der triggert den nur einmal. Und dann nie wieder, oder? Das wird das Ding sein. Ja, das ist das Problem. Kommentare sind an. Also. Das heißt, wir müssen Yoshi jetzt sofort bekommen. Und auch die... Das Ding einsnaggeln. Also, dann snaggeln wir das Ding ein. Come on. Also. Okay, dann gehen wir in den Raum. Da ist die Flamme.
Wir könnten den triggern. Vielleicht spawnt dann hier irgendwas. Die Bombe respawnt auch übrigens, ne? Okay. Also wir triggern die. So. Jetzt brauchen wir theoretisch die Flamme nicht mehr. Wir kriegen aber immer eine Bombe. Das heißt, wir können da das Ding machen. Holen wir uns mal einen Helm. Gehen wieder da rein. Sehen hier die Bombe. Und da brauchen wir ultra gutes Timing jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ungefähr 7. Damit der P-Switch nach unten droppt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dann haben wir das schon mal erledigt. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir auf den Notenblock kommen. Da kriegen wir dann einen P-Switch. Glaube ich. Oder wir kriegen den P-Switch auch so, wenn wir von unten hitten. Ich will mal gucken. Vielleicht ist es nicht verkehrt, wenn wir den Helm mal noch mitnehmen. Der schadet uns nichts. Dann haben wir den mal dabei. Es gibt schon einen extra Hit. Und wir haben jetzt nochmal eine Bombe dann optional. Wollen wir den mal ablegen. So, dann gehen wir... Warte mal, wir machen das noch so. Machen den Kern den Switch um. Und müssen eigentlich jetzt das Pow respawnen. In irgendeiner Form, theoretisch. Gucken, ob man den respawnen kann. Ja, also da ist der Pow. Da ist ein P-Switch, oder? Ja. Okay, jetzt haben wir den P-Switch. Und mit dem P-Switch kriegen wir dann den Schlüssel. Indem wir den hätten, dann den nehmen. Dann den wegballern. Dann können wir hier Yoshi kurz stehen lassen. Gehen da rein, holen den Schlüssel. Gehen auf Yoshi. Gehen da rein. Wir haben noch vergessen, Mancha zu töten. Fällt mir gerade auf. Shit. Okay, wir gucken uns die Stage trotzdem mal an. Also einen Mancha hätte man noch töten können. Okay, da haben wir nochmal was. Hätte man eventuell eine Shell mitnehmen können. Was haben wir hier? Aua. Hätte man da schneller sein müssen, oder? Bombe geht nicht. Also mit einer Bombe kriegst du den Mancha leider nicht da und der ist da immun. Und Nicole, hi, servus, hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Okay, wir ballern den weg und den. Oder irgendwas raus. Nein. Den brauchen wir. Eigentlich. Der kommt nie wieder. Das ist echt krass, Mann. Der kommt nie wieder. Ich frage mich, ob man den Pau gleich rausnageln kann, wenn man den fliegenden Block benutzt in irgendeiner Form. Ja. Die Frage ist nur, was bringt der? Also wir haben jetzt schon mal den Pau, den dürfen wir nicht mehr verlieren. Wenn wir den Pau verlieren, dann ist es mal so gut wie erledigt. Weil den brauchen wir unbedingt, um in die Pipe reinzukommen. Das heißt, wir müssen jetzt ultra aufpassen mit der Koopa. So, dann ballern wir den da rein. Nehmen wir den Pau wieder in die Hand, damit nichts passiert. Und legen den da hin und hoffen, dass unsere Koopa-Skills gut genug sind für das da jetzt. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Okay. Da kommt noch ein P-Switch. Dadurch läuft der Koopa vor. Das heißt, es bringt alles überhaupt gar nichts eigentlich, was ich jetzt gerade gemacht habe. Das ist die Überlegung. Sollen wir einen P-Switch? Wir nehmen einen Shell mit und gehen mal in die Pipe. Oh shit. Schon nichts verloren. Ich hoffe, wir müssen das Ding nicht kaputt machen. Ich hoffe, da ist irgendwas Cooles drin, Schlüssel. Okay. Okay, wir brauchen irgendwoher noch einen Schlüssel. Das sieht nicht gut aus, glaube ich. Krasses Level.
Was kann denn hier der Schlüssel haben? Also ich glaube nicht, dass man die Pipe reinkommt im V-Switch, oder? Nee. Und der Du da oben, der wird es auch nicht haben. Er ist bestimmt in einem Stein. Ich glaube, wir hätten den Helm verlieren müssen. Aber auf den Block. Das ist sehr gut. Sehr stark. Junira, ja. Genau, Lia sagt es auch. Aber jetzt die Frage, jetzt spawnt da vielleicht ein Gegner mit einem Schlüssel. Und wir brauchen noch einen Mancha übrigens. Da ist der Mancha, wir haben keinen Power mehr. Der Mancha hat vielleicht auch den Schlüssel. Für den brauchen wir dann den Power am Ende noch. Den kriegen wir auch mit einer Bombe nicht weggeballert, da brauchen wir den Power. Das heißt, wir behalten da alles erstmal. Ich will mal gucken, ob der runterfällt, oder? Ja, nee, das reicht aber nicht. Warte mal. Ich weiß nicht, ob man den Mancha so down kriegt, vielleicht. Aber ich weiß auch nicht, ob das reicht. Vielleicht kriegen wir den Mancha so weg. Ich glaube, mit einem fliegenden Ding geht's. Oh. Ja. Aber wir haben keinen Schlüssel. Wir brauchen irgendwo noch einen Schlüssel. Meint er, die rote Shell hat den Schlüssel? Ja. Ah, schade, schade, schade. Okay, dann haben wir die drei Mancher. Wir haben den Schlüssel, wir haben alles, was wir brauchen. Sehr gut. Cooles Ding, oder? Das war eine richtig, richtig schöne, sicke Stage, finde ich. Wir haben sogar einen Rekord aufgestellt. Eigentlich eine süße Stage, aber painmäßig ein bisschen, oder? Also das Problem ist halt an dem Level, ich fand es ultra gut designed, mega gut, aber nicht im Endless. Das Problem ist halt, nichts resettet, du weißt nicht genau, was du überhaupt machen musst, weil du musst Blöcke zerstören und dann kommt ein Mancha und du weißt das halt nicht. Deswegen kann ich da keinen Like geben, auch wenn ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr gut fand eigentlich die Stage. Was meint ihr, sollen wir irgendwie, wir machen weiter, oder? Das, nee. Wir machen die abseits vom Endless nach dem Level. Ich hab auf die Stage Bock. Kommentare. Wir machen die Stage, danach, wenn wir wieder im Hub sind, spielen wir die abseits vom Endless. Ich will da wissen, was da los ist. Das interessiert mich jetzt auch. Ich hoffe, wir brauchen nicht alle. Drei. Pilz. Die Frage ist, ob wir jemals wieder zurückkommen oder nicht. Aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Da ist noch einer. Können wir vielleicht so einsnackeln? Ja. Einen brauchen wir noch. Er muss doch irgendwo hier sein, oder? Da unten. Ja. Okay, jetzt müssen wir nur noch ohne Damage wieder hochkommen. Ja. Ich hoffe, wir kriegen irgendwie einen Checkpoint jetzt. Das wäre cool. Oh oh.
Da gibt es noch einen On-Off, den ich eigentlich brauche, um weiterzukommen. Muss ich hier runter droppen? Also ich drop hier mal runter. Okay. Oh oh. Hatte ich dasselbe Abschnitt, aber ein bisschen anders. Okay. Und was soll ich jetzt machen? Hat jemand eine Idee? Weil das sieht nicht... Ah, guck mal, da gibt's ein Spiny-Helmet. Kein Checkpoint, kein nix. Wo kommt... Wo war der jetzt? Wo ist der jetzt? Und angefahren. Der kommt gleich. Ah, da ist er. Den will ich auf jeden Fall schon mal. Und dann, damit kriegen wir dann... Ja, jetzt können wir da hoch. Damit können wir den auch noch Switch dann triggern. Den müssen wir nämlich einmal triggern. Jetzt mal Shirt. Dann kommen wir in die Pipe. Wir können noch... Können mal gucken, ob wir vielleicht noch einen mitnehmen können für die Road. Ah, nee, können wir nicht. Hätte ein bisschen früher dran denken. Schade. Okay. Alles halb so wild. Wir gehen mal weiter. Wir gehen ins Ziel. Vielleicht kriegen wir da ja noch ein Leben. Dann sind wir wenigstens wieder bei 20. Ist auch nichts. Nur Xe. Also. Also. Wir kriegen zwei Leben. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Die Stage hätten wir first tryen müssen eigentlich. Da bin ich aber auch selber dran schuld. Speedrun, 30 Sekunden. Wir werden skippen, Leute. Das sieht nach... Wir müssen alle Münzen einsammeln in 20, 22 Sekunden. Müssen die Route erstmal sehen. Der Timer ist gut, man hat 5 Sekunden übrig. Mindestens. Wir brauchen nicht mal alle. Okay, das wäre die letzte Route gewesen. Das wäre alles. 2 Münzen fehlen, Digga. Ich habe gedacht, die kriege ich. Ah, ich weiß nicht, ob sich das da lohnt, überhaupt dahin zu gehen. Da hätten wir auch durchgehen können.